Proteste am Internationalen Tag der Pflege. In vielen Städten, so auch in Salzgitter, versammelten sich am 12. Mai zahlreiche Beschäftigte aus den Pflegeberufen. Gegenüber dem Klinikum an der Katowitzer Straße in Salzgitter-Lebenstedt nutzten sie ihre Mittagspause, um auf den aktuellen Zustand aufmerksam zu machen. Wie ist denn die Situation im Moment gerade im Klinikum? Schlecht. Es ist sehr schlecht, sehr angespannt. Die Kollegen sind alle etwas abgeschlafft und müde. Teilweise dann kommt der Containerdienst hier dazu, der auch ziemlich anstrengend ist. Also es ist nicht mehr so, wie es mal war. Warum sind Sie heute hier? Ja, um Solidarität zu beweisen gegenüber den Leuten, die wirklich am Bett stehen und pflegen. Je nach Station ist es unterschiedlich. Ich fand es okay, aber es sind Stationen, die belastet sind eigentlich durch Personalmangel. Schon immer, es ist bekannt. Ja, eben halt auch diesen Zeitdruck, ewig unter Zeitdruck arbeiten zu müssen. Viel Schriftkram und sowas. Ne? Also da ist eine wahnsinnig hohe Arbeitsbelastung in der Pflege. An was fehlt es denn hauptsächlich? An Personal. Definitiv an Personal. Wir bräuchten also wesentlich mehr Personal, bessere Einsatzmöglichkeiten. Das heißt, nicht mit Überstunden arbeiten oder Mehrarbeitsschichten arbeiten müssen. Es fehlt an Personal. Gastgeber der Aktion war die Gewerkschaft Verdi. Sebastian Wertmüller, Bezirksgeschäftsführer von Verdi in Südostniedersachsen, erinnerte daran, dass die Probleme seit Jahren bekannt seien. So, und jetzt kommt Corona. Alles wird plötzlich entdeckt, als ob etwas Neues passiert wäre. Dabei sind die Belastungen immer noch dieselben. Die werden natürlich jetzt erhöht durch Schutzmaßnahmen, durch Herausforderungen wegen Corona, Umstrukturierung der Krankenhäuser, Intensivbetten bereithalten, Umverlagerung und so weiter und so fort. Aber man muss einfach so sagen, die Scheiße ist immer noch dieselbe. Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage, aber meine Wahrnehmung ist, da hat sich nichts Gravierendes verändert. Seiner Meinung nach sei es auch sehr schwierig, die Pflegenden auf die Straße zu bekommen. Diese kündigten er und stünden dann in Zukunft nicht mehr zur Verfügung. Krankenschwester Jana Knape stellte fest, Klatschen allein reiche nicht aus. Die aktuelle Situation im Klinikum sei dadurch gekennzeichnet, dass sehr viel mehr schwere Fälle ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wir wollen mehr Geld haben, wir wollen mehr Personal, also eigentlich schon alle mehr, was man so braucht, um die Leute vernünftig versorgen zu können. Rückenwind für ihre Forderungen erhielten die Pflegenden von der IG Metall Salzgitter-Peine. Ihr Bevollmächtigter Matthias Wilhelm kritisierte die Privatisierung der Krankenhäuser und das daraus folgende Gewinnstreben, das derzeit an erster Stelle stehe. Und Rettung von Leben von Menschen muss einfach höher bewertet werden als der Profit einzelner Eigentümer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch forderte er planbare Arbeitszeiten ein. Uns wurde berichtet, dass in einzelnen Häusern die Menschen zu Zeiten, als die Auslastung nicht besonders hoch war, nach Hause geschickt wurden, um Minusstunden zu machen, um Reserven zu bilden für den Ausbruch der Infektionszahlen, dann hinterher unbezahlte Mehrarbeit, also die stille Reserve abzubilden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf den Schultern der Beschäftigten wird hier die Krise gestemmt. Das kann nicht wahr sein. Und wenn ich dann in einzelnen Häusern höre, dass zum Beispiel die von Infektionen betroffenen Menschen, die dort in den Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern zur Genesung behandelt werden sollen, dass die dann von erkrankten Personal behandelt werden sollen, dann kann ich sagen, nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht anständig, auch Menschen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind, sind im Krankheitsfall krank und haben nicht als Kranke noch Kranke zu pflegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Er sicherte eine breite Unterstützung zu und überreichte Jana Knape zum Internationalen Tag der Pflege eine schriftliche Solidaritätserklärung.